möchte ich auch etwas zur Übermittlung von Mobilfunknummern durch den BND an Partnerdienste sagen. Über dieses Thema ist im Kontrollgremium übrigens in den vergangenen Jahren immer wieder gesprochen worden. Und ich weise da deshalb darauf hin, weil man ja manchmal an Wochenenden den Eindruck hat, als ob unter dem Vorwand neuer Erkenntnisse Debatten, die vor 2 oder 3 Jahren hier im parlamentarischen Kontrollgremium übrigens über Stunden bereits verhandelt worden sind, nun erneut öffentlich diskutiert werden. Die Datenweitergabe erfolgt auf der Grundlage des BND-Gesetzes. Die Übermittlungspraxis erfolgt seit 2003, 2004. Und die Experten der Sicherheitsbehörden des Bundes haben versichert, dass GSM-Mobilfunknummern für eine zielgenaue Lokalisierung nicht geeignet sind. 13. Welche weiteren Schritte unternimmt die Bundesregierung? 1. Die Bundesregierung treibt in der EU die Arbeiten an einer Datenschutzverordnung mit Nachdruck voran. 2. Die US-Seite hat uns den Abschluss eines No-Spy-Abkommens angeboten. Ich habe deshalb den Präsidenten des Bundesnachrichtendienstes gebeten, dieses Angebot aufzugreifen und noch in diesem Monat mit den Verhandlungen zwischen dem BND und der NSA zu beginnen. BND-Präsident Schindler hat dazu bereits am vergangenen Freitag den Chef der NSA, General Alexander, angeschrieben. Und ich will dieses Angebot der Amerikaner aus meiner Sicht auch an einer Stelle interpretieren. Dieses Angebot könnte uns niemals gemacht werden, wenn die Aussagen der Amerikaner, sich in Deutschland an Recht und Gesetz zu halten, nicht tatsächlich zutreffen wird. Und deshalb glaube ich, dass wir hier übrigens bei der Zusammenarbeit der Dienste die einmalige Chance haben, einen Standard zu setzen, der mindestens unter den westlichen Diensten stilbildend sein könnte für die zukünftige Arbeit. 3. Haben die Forderungen aus dem Parlament die Kontrollrechte des parlamentarischen Kontrollgremiums gegenüber den Nachrichtendiensten zu erweitern, meine volle Sympathie. Ich würde es daher begrüßen, wenn der neue Bundestag hierzu fraktionsübergreifend eine Initiative startet, weil ich der festen Überzeugung bin, dass aus einer wirksamen Kontrolle eines Gremiums, wie immer es heißt, das aber dem Deutschen Bundestag zugeordnet wird, am Ende auch eine stärkere und ich füge sogar hinzu, eine neue Legitimation unserer Dienste erfolgen kann. Und aus den 4 Jahren meiner Arbeit, und da will ich ganz klar Stellung beziehen, aus den 4 Jahren meiner Arbeit weiß ich, welche Sicherheit über unsere Dienste in Deutschland und welche Sicherheit über unsere Dienste beispielsweise in Afghanistan nicht nur für deutsche Soldatinnen und Soldaten, sondern auch für amerikanische und für andere Verbündete entsteht. Und deshalb fasse ich zusammen. Recht und Gesetz werden in Deutschland nach Angaben der NSA und des britischen Nachrichtendienstes eingehalten. Die Grundrechte unserer Bürgerinnen und Bürger in Deutschland werden gewahrt. Selbstverständlich handeln auch unsere Nachrichtendienste nach Recht und Gesetz. Und dabei haben sie viele Anschläge, darauf bin ich eingegangen, gegen deutsche und amerikanische Soldaten verhindert. Abschließend möchte ich betonen,
Es geht bei der Zusammenarbeit der Nachrichtendienste um das vitale, grundlegende Interesse unseres Landes. Unsere Nachrichtendienste arbeiten hart, um die Sicherheit unserer Soldatinnen und Soldaten zu gewährleisten und das Leben der Bürgerinnen und Bürger in Deutschland zu schützen und in vielen Fällen, wo es um Entführungen geht, wichtige zentrale Dienste zur Sicherheit der Entführten zu leisten. Unsere Nachrichtendienste leisten rechtsstaatlich korrekte und gute Arbeit. Diese Erkenntnis sollte uns einen bei allen Auseinandersetzungen, die ein Wahlkampf mit sich bringt. Ich für meinen Teil kann Ihnen versichern, werde meinen Beitrag dazu leisten. Herzlichen Dank. Ich muss sagen, worin das nur aus Bayern kommt. Wiedersehen. Ja, meine Damen und Herren, das war jetzt eine ganze Menge nach über 6 Stunden Ausschuss. Fangen wir mal mit dem Kanzleramtsminister an, Ronald Pofalla, der hier keine Fragen zugelassen hat. Etwas überraschend, nachdem er ja über 20 Minuten hier unsere Aufmerksamkeit bekommen hat. Aber der ein oder andere Frage hätte man ihm dann doch noch gerne gestellt. Er hat jedenfalls noch einmal klar gemacht, dass es keine flächendeckende Ausspähung hier in Deutschland von deutschen Daten gibt, von ausländischen Geheimdiensten wie zum Beispiel der NSA. Diese habe das versichert, genauso wie der britische Geheimdienst. Die Union glaubt natürlich ihrem Minister. Bei der SPD bleiben da erhebliche Zweifel. Und Sie haben es gehört, Grüne und Linke wollen das so nicht stehen lassen. Ja, und auch bei der Frage der Handyortung der BND gibt zwar zu, dass er gelegentlich Telefonnummern weitergibt, aber da gibt es technisch erhebliche Schwierigkeiten, diese Weitergabe dann in Verbindung zu setzen zu Drohnenangriffen, so sagt der Kanzleramtsminister. Insofern ist das auch unproblematisch. An dieser Stelle hat Thomas Oppermann hier für die SPD gesagt, das scheint mittlerweile plausibel. Er glaube auch nicht mehr, dass man das dem BND vorwerfen kann, dass man direkt an Tötungen beteiligt ist. Das dürfte der BND übrigens nach deutschem Grundgesetz ja auch gar nicht. Dennoch sagt Thomas Oppermann, da gab es im BND eine Auseinandersetzung mit einem Referatsleiter und den würde man doch gerne hier noch einmal vor dem Gremium hören, wie überhaupt Thomas Oppermann sagte. Natürlich gibt es nächste Woche eine Sitzung. Es geht weiter um die Sachaufklärung. Interessant vielleicht, dass die Opposition heute Abend zunächst nicht mehr davon sprach, zum Beispiel die Bundeskanzlerin oder Thomas de Maizière, der ja der Nachfolger als Kanzleramtsminister war, von Frank-Walter Steinmeier hier zu laden. Ja, und dann der Komplex Frank-Walter Steinmeier. Da war auch im Vorfeld ja viel Geplänkel. Sie erinnern sich, dass die Union auf einmal auf die SPD zeigte und sagte, naja, die SPD hat ja die Grundlagen gelegt, dass die NSA und der BND hier einen massiven Datenaustausch durchführen können. Das ist in der Tat so gewesen. Ronald Pofalla hat es gerade noch einmal bestätigt. Dieses Abkommen vom 28. April 2002, damals war der Kanzleramtsminister Frank-Walter Steinmeier und Ronald Pofalla hat gesagt, es ist ein gutes Abkommen. Ich hätte dieses Abkommen auch unterzeichnet. In diesem Abkommen, Bad Aiblingen-Abkommen, wird eben gesagt, dass Daten ausgetauscht werden und gemeinsame Programme entwickelt werden sollen für mehr Effizienz. Und interessanterweise hat Ronald Pofalla hier noch einmal kundgetan, dass so ein Memorandum of Agreement, wie es heißt, dass dieses Memorandum of Agreement vom Kanzleramtsminister Frank-Walter Steinmeier schon im Juli 2001, also vor den Anschlägen vom 11. September 2001, angedacht worden sei. Eine engere Kooperation zwischen den Geheimdiensten hielt Frank-Walter Steinmeier damals schon für notwendig. Das hatte ja im Vorfeld große Auseinandersetzungen gegeben. Frank-Walter Steinmeier fühlte sich angegriffen. Überraschend hat die SPD heute Morgen angeboten, den heutigen Fraktionschef, damaligen Kanzleramtsminister, hier vor dem Ausschuss aussagen zu lassen. Er wollte das nicht auf sich sitzen lassen, dass er eigentlich schuld sei für ein flächendeckendes Abschöpfen von Daten. Wir haben jetzt gehört, wahrscheinlich hat es das gar nicht gegeben. Auf jeden Fall fühlte er sich brüskiert und ging hier dann, nachdem die Mehrheit, nämlich der Koalition, auch die Stimmen der FDP überraschenderweise, zwei Leute der FDP sitzen ja hier im Gremium und auch die haben gesagt, nee, wir wollen den heute gar nicht hören. Dabei hatte man vorher von Seiten der FDP vor allen Dingen gefordert, in jedem Fall Frank-Walter Steinmeier hier vor dem Gremium zu hören. Also es wurde jedenfalls heute Morgen abgelehnt, ihn zu hören. Wahrscheinlich wollte man den Auftritt von Ronald Pofalla nicht stören. Interessant noch, dass die SPD gefordert hat,
Steinmeier zu hören. Und die Linken und Grünen haben sich in dieser Frage enthalten. Frank-Walter Steinmeier jedenfalls ging danach hier vor die Presse und wir wollen Ihnen noch einmal Ausschnitte davon zeigen. Seit